Die Kellett Revolution ist die neue Hella Design Kennleuchte. Dabei verzichten wir auf eine klassische Lichthaube, die man sonst bei Kennleuchten kennt. Das Licht kommt jetzt aus einem ringförmigen Lichtband. Dafür haben wir Technologie aus dem Heckleuchtenbereich übertragen in den Bereich der Warmbeleuchtung. Das ist eine echte Innovation in diesem Anwendungsgebiet und wurde von Hella patentiert. Trotz der kleinen Lichtaustrittsfläche, die man hier sieht, haben wir beste Lichtwerte und erreichen damit die Vorgaben der ECR 65. Damit ist diese Kennleuchte zugelassen für den öffentlichen Straßenverkehr. Diese Kennleuchte ist sehr kompakt, sie hat eine Höhe von ca. 60 mm, einen Durchmesser von 149 mm und einen Lochkreis von 130 mm. Übrigens, alle Hella-Kennleuchten haben die gleichen Montagepunkte, sodass ein 1:1 Austausch oder ein Upgrade ohne weiteres und sehr einfach möglich ist. Die Kennleuchte in der Fix-Version, das heißt, das ist die Version, die man hier sieht, wird mit einem Kabel mit 150 mm geliefert. Sie wiegt etwa 700 Gramm. Bei der Kellett Revolution haben wir schlagfeste Materialien verwendet. Das heißt, wir haben bei dem Gehäuse Aluminium verwendet, bei dem Lichtband Polycarbonat. In der Regel werden Kennleuchten ja auf dem Dach eines Fahrzeuges installiert, sodass da Astschläge häufig vorkommen. Dabei ist die Kennleuchte geschützt und wird nicht beschädigt. Weiterhin ist diese Kennleuchte vollkommen verklebt und ist damit dicht. Das heißt, wir haben eine IP-Schutzklasse 6K7, IPX9K. Das bedeutet, dass diese Kennleuchte vollkommen dicht ist, staubdicht ist. Die kann man sogar zeitweilig unter Wasser tauchen und sie ist hochdruckreinigerfest. Die Betriebstemperatur der Kennleuchte beträgt minus 40 bis plus 60 Grad. Schaut man sich die ECR 65 Vorgaben an, so verlangt die ECR 65, dass eine Kennleuchte einwandfrei bei minus 20 bis plus 50 Grad funktionieren muss. Bei heller Kennleuchten gehen wir immer weit darüber hinaus und bieten minus 40 bis plus 60 Grad an. Die Kellett Revolution hat eine sehr lange Lebensdauer. Das erreichen wir, indem wir sehr hochwertige, langlebige LEDs einsetzen, indem wir Materialien verwenden, die diese Langlebigkeit unterstützen, eine Bauform, aber auch eine intelligente Elektronik. Die intelligente Elektronik, die wir hier verwenden, berücksichtigt natürlich auch Verpolschutz und Überspannungsschutz. Weiterhin bietet sie beste elektromagnetische Verträglichkeit. Diese Kennleuchte wird es in blitzender Version geben, das heißt, das zeige ich hier einmal. Dabei handelt es sich um einen Doppelblitz im Sinne der ECR 65. Die Kellett Revolution wird es in rotierender Version auch geben. Das zeige ich einmal hier. Das Besondere an der rotierenden Version ist, und auch das ist eine Innovation auf dem Gebiet der Warmbeleuchtung, in der Dunkelheit glimmt dieser ringförmige Körper leicht. Und ein etwas stärkeres Licht läuft umher und simuliert eine Rotation. Das heißt, die Rotation wird gemacht ohne bewegliche Teile. Wir haben keine Verschleißteile darin, was auch nochmal die Langlebigkeit des Produktes unterstützt. Die Kellett Revolution kann man individualisieren. Bei größeren Mengen ist es möglich, das Gehäuse in der Kundenwunschfarbe zu realisieren, in der Fahrzeugfarbe zu realisieren, aber auch ein Kundenlogo zu integrieren. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel könnte man sich eine weiße Kennleuchte vorstellen, die dann so aussehen würde. Die wäre sehr gut geeignet für Fahrzeuge mit einer weißen Kabine zum Beispiel. Das futuristische und zurückhaltende Design macht es möglich, dass diese Kennleuchte sich vollkommen in das Gesamtbild des Fahrzeuges integrieren lässt.